Hallo, liebe Sternfreundinnen und Sternfreunde, herzlich willkommen zu meiner Videoreihe über astronomische Beobachtungsinstrumente. Heute möchte ich euch etwas über Ferngläser erzählen. Für den Anfänger ist ein Fernglas eine sehr gute Empfehlung, bevor man zu einem Fernrohr greift, denn ein Fernglas ist klein, kompakt, bietet schon mal eine größere Zahl an Sternen und anderen Himmelsobjekten als das bloße Auge und vor allem, man hat immer noch einen großen Überblick über den Himmel. Als erstes möchte ich etwas über Vergrößerung und Öffnung erzählen. Diese beiden Daten finden wir immer angegeben bei den Ferngläsern hier 8 x 40 oder hier 10 x 50. Dann haben wir noch eins hier mit 8 x 60 und hier eins mit 20 x 80. Was bedeutet das? Die erste Zahl, hier die 8, gibt an, um wie viel das Fernglas gegenüber dem Auge ein Objekt vergrößert, also hier 8-mal größer als das Auge. Die zweite Zahl, 40, gibt den Objektivdurchmesser des Fernglases an, also hier 40 mm oder 4 cm. Die Öffnung des Fernglases ist ganz wichtig, denn je größer die Öffnung ist, desto mehr Licht kann auch in das Fernglas einfallen. Das heißt, desto lichtstärker wird mein Fernglas. Wir können das hier mal sehr schön vergleichen mit dem richtig großen, also hier 80 gegenüber 40. Da können wir uns vorstellen, dass das große Fernglas natürlich viel lichtstärker ist als das kleine Fernglas. Diese Öffnung des Fernglases sagt doch etwas über das Lichtsammelvermögen aus. Das Lichtsammelvermögen eines Fernglases, auch bei Teleskopen, wird immer im Vergleich zum Auge angegeben. Dazu müssen wir uns vergegenwärtigen, dass das Auge, die Augenpupille, die Stelle ist, an die das Licht in das Auge herein muss und je nach Umgebungshelligkeit ist die Augenpupille unterschiedlich groß. Wenn es sehr hell ist, dann schließt sich die Augenpupille bis etwa 2 mm. Wenn es sehr dunkel ist, dann öffnet sich die Augenpupille beim normalen Erwachsenen bis zu 7 mm. Die Fähigkeit des Auges, die Augenpupille unterschiedlich zu öffnen, nimmt leider mit dem Alter immer mehr ab. Kann man so als Faustregel kann man sagen, bis zum 30. Lebensjahr geht die Augenpupille bei Dunkelheit bis 7 mm auf. Dann mit jedem Lebensjahrzehnt nimmt das allmählich ab um etwa 1 mm. Also beim 40-Jährigen noch so 6 mm, beim 50-Jährigen 5 mm und so weiter. Nun, das Lichtsammelvermögen eines Fernglases kann man recht einfach berechnen. Dazu muss man natürlich die eigene Augenpupille kennen. Da kann man mal zum Augenoptiker gehen und dort oder zum Augenarzt und dort die eigene Augenpupille nachmessen lassen. Das Lichtsammelvermögen oder Lichtstärke eines Fernglases berechnen wir mit der Öffnung des Fernglases im Quadrat durch die Öffnung der eigenen Augenpupille. Ebenfalls im Quadrat. Dann haben wir das Lichtsammelvermögen des Fernglases. Ich habe das hier mal für dieses Fernglas 10 mal 50 einfach mal durchgerechnet. Da haben wir also eine Öffnung von 50 Millimetern. Wenn wir das ins Quadrat setzen, das dann durch 7 Millimetern im Quadrat teilen, kommen wir auf ein Lichtsammelvermögen von 51. Also dieses Fernglas sammelt 51 mal mehr Licht als das Auge.
Das nächste Leistungsmerkmal, das wir beim Fernglas betrachten wollen, ist das sogenannte Gesichtsfeld. Das gibt an, wie groß mein Bildausschnitt ist vom Sternhimmel, das ich im Fernglas betrachten kann, und wird auch als Zahl entweder in Metern pro 1000 Meter angegeben oder in Grad, in dem Fall 157 Metern auf 1000 Metern. Das heißt, wenn ich ein Objekt in einem Abstand von 1000 Metern betrachte, dann kann ich in der Breite 157 Meter von diesem Objekt mir angucken. Das ist etwa vergleichbar mit einem Gesichtsfeld von knapp 9 Grad. Also, wenn ich damit an den Himmel gucke, würde ich 9 Grad von dem Himmel in dem Fernglas sehen können. Diese Angaben kann man sehr leicht umrechnen. Die ganzen Formeln möchte ich hier jetzt nicht wirklich nennen. Die könnt ihr in der Beschreibung zum Video nachlesen, beziehungsweise die werden auch eingeblendet. Das nächste Merkmal, das wir nun betrachten wollen beim Fernglas, ist die sogenannte Austrittspupille. Diese gibt den Durchmesser des Lichtbündels an, das hier hinten aus dem Okular herauskommt. Und das variiert mit dem Durchmesser und der Vergrößerung. Da können wir dann die Augenpupille sehr gut ausrechnen. Ich habe das mal für dieses Fernglas 10x50 exemplarisch gemacht. Die Austrittspupille des Fernglases ergibt sich aus der Öffnung in Millimetern durch die Vergrößerung, in diesem Fall also 50 mm durch 10-fache Vergrößerung. Da haben wir eine Austrittspupille von 5 mm. Warum ist diese Austrittspupille jetzt wichtig zu kennen und zu berücksichtigen bei der Wahl eines Fernglases? Wie ich vorhin schon erwähnt habe, unser Auge hat die Fähigkeit, je nach Lichteinfall die Augenpupille zu öffnen oder zu schließen. Wie ich auch schon erwähnt habe, nimmt diese Fähigkeit mit zunehmendem Alter immer weiter ab, sodass ich durchaus darauf achten muss, wie groß hier die Austrittspupille ist und ob das Licht, das Lichtbündel, das aus dem Fernglas rauskommt, auch noch ungemindert in mein Auge eindringen kann. Also in diesem Fall hier bei 10x50 Austrittspupille von 5 mm ist sichergestellt, dass ich bei einer Augenpupille von 6 mm, also noch das gesamte Lichtbündel in mein Auge eintreten kann. Währenddessen bei diesem Fernglas bei 8x60 haben wir eine Austrittspupille von 7 mm. Da wird es schon schwierig, vor allen Dingen je älter ich werde, desto schwieriger wird das dann. Dann wähle ich lieber hier solch ein kleines. Mit 8x40 habe ich auch eine Austrittspupille von 5 mm. Oder bei diesem Fernglas 20x80 habe ich eine Austrittspupille von 4 mm. Das heißt, mit dem kann ich auch noch im höheren Alter ganz gut beobachten, beziehungsweise ich kriege das Lichtbündel noch ungemindert in mein Auge herein. Ich verschenke da nichts von dem Lichtbündel. Jetzt habe ich euch so ein paar grundlegende Dinge zu den Ferngläsern erzählt. Man kann in den verschiedenen Fachbüchern natürlich mehr nachlesen. Hier möchte ich euch einfach mal eins nennen aus dem Oculum Verlag, der Fernseher. Hier ist das Fernglas noch wesentlich mehr erläutert und auch einige Sachen, die man noch über das Fernglas wissen sollte, wie zum Beispiel das Sehfeld, Verzeichnis oder andere Sachen. Das ist hier sehr schön erklärt, also auch eine Empfehlung für euch, dieses Buch einfach sich zuzulegen, dass man über das Fernglas noch mehr möchte. Ich möchte jetzt noch ein bisschen was zu sinnvollem Zubehör erzählen, dass man für Fernglas noch dazu kaufen sollte. Ein sehr wichtiges Zubehör bei der Beobachtung mit dem Fernglas
ist ein Stativ. Warum? Nun, bei dem kleinen Fernglas ist es vielleicht noch nicht so schwierig. Das kann man noch ganz gut in der Hand halten. Da wackelt man noch nicht so sehr. Aber bei dem großen Fernglas ist es schon schwieriger, das wirklich ruhig zu halten. Und deswegen sollte man sehen, bei dieser Kombination ist ja noch ein Adapter dabei, der hier an dem Mittelsteg festgemacht ist, dass also bei einem Fernglas die Möglichkeit besteht, einen Adapter für ein Stativ dazu zu besorgen. Dann kann man das hier drauf machen auf das Stativ und ich kann relativ gut dann mit dem Fernglas beobachten. Das ist also schön fest, da wackelt nichts. Ich kann ganz entspannt mit beobachten. Wie ich schon sagte, man sollte gucken bei der Wahl eines Fernglases, ob ich einen Adapter hier montieren kann. Hier habe ich die Möglichkeit, über eine Fassung, einen Mittelsteg, mit dem passenden Adapter diesen dann hier zu montieren. Man schraubt das dann hier so auf und kann das Ganze dann entsprechend auf einem Stativ montieren und so dann schön beobachten. Bei diesem hier müsste ich gucken, ob ich, ähnlich wie hier, einen Adapter für den Mittelsteg bekomme. Diese Adapter bekommt man normalerweise beim Astrofachhandel oder auch beim guten Optiker. Eine weitere Alternative gegenüber dem Stativ wäre hier solch ein Schulterstativ. Das kann ich mir hier so anklemmen, kann es dann entsprechend festmachen. Da habe ich hier auch meine Stativmontierung und kann dann das Fernglas hier draufschrauben, habe dann auch die Hände frei und kann dann schön beobachten. Also das ist auch eine wirklich gute Alternative, die man einfach sich überlegen müsste, ob man nicht so etwas haben will. Kann man natürlich auch für die Videokamera oder für den Fotoapparat verwenden. Weiteres sinnvolles Zubehör für das Fernglas kann man sich besorgen, wenn man nicht nur mit dem Fernglas nachts Sterne, Planeten und den Mond beobachten möchte, sondern vielleicht tagsüber auch mal die Sonne, dann sollte man solch einen Sonnenobjektivfilter sich besorgen. Kann man sich für verschiedene Ferngläser einfach selber bauen, indem man hier solch eine spezielle Sonnenfilterfolie im Fachhandel sich besorgt und dann mit Pappe einfach solche Adapter dann baut. Damit kann man dann sehr einfach und vor allen Dingen auch sicher tagsüber die Sonne beobachten. So, worauf sollte man noch achten, wenn man sich ein Fernrohr kauft, neu kauft oder auch gebraucht? Man sollte darauf achten, dass hier sowas wie Schutzkappen dabei sind. Dann sollte hier auch so ein Tragegurt dabei sein. Es sollte auch eine Tragetasche dabei sein mit entsprechendem Reinigungsmaterial, vielleicht einem kleinen Tuch, mit dem ich das Fernglas dann auch reinigen kann. Dann sollte ich darauf achten, hier auf die Mechanik, dass das sehr gut funktioniert, leichtgängig ist, aber auch nicht zu leichtgängig. Ich sollte auf vergütete Optik achten, ist zwar etwas teurer, macht aber durchaus Sinn, denn schlechtere Optiken haben dann durchaus das Problem, dass sie einen Farbfehler produzieren und das ist ganz besonders bei hellen Objekten wie dem Mond oder auch dem Planeten, ist das störend, dieser Farbfehler. Ein guter Kontrast ist auch sehr gut. Das Fernglas sollte auch eine gleichmäßige Bildschärfe haben, also ein leichter Unschärfe am Bildrand ist nicht so problematisch, aber wenn in der Bildmitte das Bild nicht scharf wird, dann sollte man davon Abstand nehmen. Ganz wichtig ist auch noch
schon gesagt, die Möglichkeit, einen Stativadapter hier an das Fernglas anzuschließen, dass ich das Fernglas dann auch für längere Beobachtung an ein Stativ anschließen kann. Zum Schluss meines Videos möchte ich euch noch ein paar Bücher vorstellen, wo ihr ein bisschen nachlesen könnt über Ferngläser, aber auch Bücher, die man für die Beobachtung mit dem Fernglas durchaus verwenden kann. Genannt habe ich hier schon das Buch Der Fernseher aus dem Oculum Verlag, wo man zum einen ein wenig hier über die Beobachtung mit dem Fernglas, hier jetzt Stativanschluss, nachlesen kann, aber dann auch über die Möglichkeiten der Beobachtung etwas erfährt und auch einige der schönsten Objekte schon mal vorgestellt bekommt. Nicht nur für die Beobachtung mit dem Fernglas, sondern auch für die Beobachtung mit dem bloßen Auge oder mit dem Fernrohr. Ganz sinnvoll ist hier auch aus dem Oculum Verlag der kleine Sky Scout. Da hat man dann hier solche Übersichtskarten für den Sternenhimmel, wo man dann auch entlang geführt wird, solche größeren dann, wo man die schönsten Himmelsobjekte dann einfach finden kann. Ebenfalls sehr schön, wer den Mond mit dem Fernglas beobachten möchte, ist hier der Mondscout, der dann auch entsprechend der verschiedenen Mondphasen dann die Bilder zeigt und dann auch die helleren, die größeren Objekte, die man durchaus mit dem Fernglas beobachten kann, zeigt. Schon ein bisschen spezieller für größere Ferngläser dann auch geeignet ist hier der Moonhopper aus dem Oculum Verlag. Dort wird man dann in 20 verschiedenen Touren über den Mond geführt und kann dann hier den Mond erforschen, erkunden. Wie gesagt, für das größere Fernglas oder dann auch schon für das Fernrohr. Als letztes Buch möchte ich noch kurz erwähnen hier den Starhopper aus dem Oculum Verlag. Auch eine sinnvolle Anschaffung für die Beobachtung mit dem Fernglas oder mit dem Fernrohr. Denn hier hat man 20 verschiedene Himmelstouren über die Jahreszeiten, wo man so von Stern zu Stern oder von Objekt zu Objekt geführt wird. Gut, das war es eigentlich von mir zum Thema Ferngläser, so als erste Einführung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, mich weiterempfehlt und wir uns dann beim nächsten Video wiedersehen. Thank you.